Und hier im Hintergrund mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. Jawohl! Seht ihr den Alex Böhm, unseren Sportlehrer aus der Reichsapfelgasse, und seinen Sohn Aram. Und die helfen uns ganz viel, euch tolle Bewegungsübungen vorzuzeigen. Auf geht's, Trax! Ass! Ich auch! Auch gut zum Aufwärmen eignen sich sprungkoordinative Übungen in jeder Art. Ihr seht hier den Alex und den Aram in ganz verschiedenen Bewegungen. Wichtig ist nur, dass es kein eintöniges, fades, normales Springen ist. Ihr seht schon Sidesteps oder Überkreuzsprünge, alles dabei. Bei dieser Übung geht es darum, hinter dem Körper mit der Hand gegengleich zur anderen Ferse zu greifen. Unser Sportlehrer Alex mit Sohnemann Aram machen das perfekt. Eine Übung, die du mit Geschwistern oder auch Eltern machen kannst, ist die nächste. Zuerst abschlagen, dann das Bein anheben, immer das nähere Bein zum Partner und mit der Hand das Bein berühren. Und dann, wenn möglich, sogar ein bisschen die Position halten. Natürlich gibt es hier den Seitenwechsel, dass die anderen Hände und Beine auch drankommen. Zu zweit kann man natürlich auch Übungen machen aus der Liegestützposition. Und das zeigen uns Alex und Aram jetzt vor. Hier wird abgeklatscht, dann wird schnell umgegriffen und wieder abgeklatscht. Eins, zwei. Eins, zwei. Gleich mal. Eins, zwei. Ganz mutige nehmen einen Tennisball dazu. Und übergeben hier diesen Tennisball, wobei man dann sieht, wenn der Tennisball immer in der gleichen Hand bleibt, passiert hier auf der anderen Seite ein Überkreuz des Übergebens sozusagen. Liegestützposition gehen und dann beide schön in eine richtige Position, nicht durchhängen, aber auch nicht so aufrecht. Wichtig ist, dass deine Schulter über deiner Hand ist. Dann einmal rechts einklatschen, einmal links. Einmal rechts, links. Wenn das gut geht, schneller. Die nächste Aufgabe wäre, den anderen Versuch auf die Handfläche zu klopfen, ohne selbst getroffen zu werden. Wir machen das mal langsam. Dann natürlich auch schneller aufpassen, dass du dich mit dem Kopf zusammenstoßt. Den anderen eine Hand weg. Aufpassen, dass du mit dem Kopf auf die Seite gehst, damit du nicht mit dem Kopf am Boden fällst. Manchmal ist doch die größere Gewichtsklasse entscheidend. Bei dieser Übung brauchst du wieder ein Familienmitglied dazu. Du siehst schon, hier heißt es ordentlich Bauchmuskeln anspannen und die Füße sollen sich in der Mitte nicht bewegen. So, jetzt gemeinsam, Füße übereinander und kreisen. Noch schwieriger wird es, wenn beide die gleiche Bewegung machen sollen. Mit Sohle an Sohle. Da sind die Kreise dann natürlich kleiner. Eins, jetzt. Eins, zu zweit jetzt. Mit einem Ball kann man
den Ball abwechselnd mit den Füßen vom Boden hochheben, dann Platz machen für den Partner, dann hebt er den Ball an. Jetzt die Wippe. Ganz wichtig ist, Beine sind gestreckt, die Beine, Unterschenkel und Oberschenkel werden vom Boden abgehoben, Schulter sind abgehoben, Arme sind ganz durchgestreckt, Kinn ist bei der Brust und dann versuchst du ein bisschen nach vorne und zurück zu wippen. Nicht vergessen dabei zu atmen. Und immer eine Spannung, das heißt, der Bauch ist die ganze Zeit angespannt. Das kann man natürlich auch mit den Eltern machen. Hier bei der Übung darf Papa und Mama zeigen, wie kräftig sie sind. Und die Kinder dürfen wippen, wie sie möchten. Diese Übung ist eine Bauchmuskelübung, die dann ein bisschen erschwert wird mit deinem Ball. Als erster, der steht, zählt. Eins, Beine hinauf und wieder hinuntergeben. Wenn möglich, den Boden nicht berühren. Zwei und wieder runter. Lass die Beine ganz gestreckt. Drei, vier, fünf, sechs. Beim nächsten Mal nimmst du einen Ball, probierst den Ball festzuhalten. Eins, und mit dem Ball hinuntergehen und wieder hinauf. Zwei, drei, eins. Wie man sieht, geht diese Übung mit verschiedenen Bällen oder Gegenständen. Zwei. Man könnte es wahrscheinlich auch mit den Plüschtieren machen. Drei. Schade, dass Trax nicht mit ist. Ach ja, das wäre dann wieder ein fürchterliches Erlebnis für ihn. Eine Vorübung für den Handstand. Die Arme werden über den Kopf durchgestreckt. Dann gehst du langsam mit dem Oberkörper hinunter. Schaust, dass deine Schultern über deinen Händen bleiben. Du berührst den Boden. Dann hebst du das hintere Bein hoch. Und dann springst du mit dem Bein, das vorne abgewinkelt ist, weg und wechselst die Beine in der Luft. Du musst am Anfang nicht so weit hinaufgehen. Wichtig ist, dass die Beine gestreckt gewechselt werden. Mach das 4-5 Mal hintereinander. Ganz wichtig ist, dass die Arme gestreckt bleiben. Vergiss nicht zum Atmen. Und dein Blick ist immer auf deine Hände gerichtet. Du schaust immer zu deinen Händen. Wenn diese Vorübung schon gut funktioniert, such dir zu Hause eine stabile Wand oder einen stabilen Papa. Und der stützt dich dann ab, wenn du versuchst, wirklich in den Handstand zu kommen. Dann wieder absenken. Immer wichtig beim Absenken, nicht beide Beine gleichzeitig. Und auch beim Hochschwingen nie beide Beine gleichzeitig, sondern immer das eine Bein zuerst. Mit einer Reaktionsübung geht's weiter. Ich habe hier im Hintergrund den Trax, der wird jetzt dem Aram jeweils eine Farbe ansagen und der Aram muss dann ganz schnell das Ding dieser Farbe berühren. Ihr seht, es gibt vier Farben, gelb, orange, rot und violett oder lila, sagen wir violett. Trax, bist du bereit? Okay, Trax, bitte gib die erste Farbe. Gelb, orange, rot, violett. Grün. Trax, du solltest eine von den vier Farben sagen, die es hier gibt. Grün habe ich hier nichts gesehen. Okay. Blau. Trax, da ist auch nichts Blaues. Okay. Orange. Rot. Gelb. Trax, machen wir es für den Arm ein bisschen schwieriger. Wie wäre es mit zwei Farben? Okay. Orange, gelb. Gelb, rot. Violett, gelb. So.
Super Trax, jetzt hast du immer richtige Farben gesagt. Probieren wir es mit drei Farben. Aram ist bereit. Jetzt sag ich mal die Farben an. Der Trax sagt sonst wieder nur Blödsinn. Stimmt doch nicht. Ruhe, Trax. Gelb, Orange, Rot. Violett, Gelb, Rot. Rot, Gelb, Rot. Man kann diese Übung auch machen mit Vertauschen. Das heißt, da müssen dann die zwei Farben vertauscht werden, die gerufen werden. Orange, Rot. Violett, Rot. Gelb, Orange. Die Übung ist eine Reaktionsübung. Wir fangen mit den großen Ball an. Einer verschränkt hinten den Arm. Zuerst mit Kommando. Eins. Ball nur fallen lassen. Eins. In Kopfhöhe halten. Eins. Dann variieren wir den Ball. Eins. Eins. Und dann ohne Kommando. Wenn es zu schwer ist, lässt man den Ball von weiter oben fallen. Wenn es zu einfach ist, von weiter vorne. Am besten ist, den großen Ball von weiter unten, wenn es einfach sein. Den kleineren Ball ist dann schwieriger. Wenn das gut geht, versuchst du den kleinen Ball mit einer Hand zu fangen. Auch hier abwechselnd. Eine kleine Reaktionübung mit dem Ball. Das heißt, Arme werden hinten verschränkt. Bevor geworfen wird, gibt man das Kommando. Eins, zwei, drei. Dann ohne Kommando. Wenn das gut geht, kann man auch die Höhe kombinieren, ohne Kommando. Du merkst, du hast oben mehr Zeit als unten. Jetzt abwechselnd die Arme hinten verschränken. Und man kann auch foppen, wenn man möchte. Und der Ball muss einmal seitlich gefangen werden und einmal oben und unten. Schwierigere Übung, Arme hinten verschränken. Reaktionsübung, Ball wird in die Höhe geworfen, mit Kommando. Jetzt. Jetzt. Dasselbe, ohne Kommando. Versuch vorher zu stehen, je nachdem wie hoch der Raum ist. Hier auch mit dem anderen Ball versuchen. Erste Übung, der Ball wird in die Höhe geworfen, der Ball wird über den Kopf gefangen und nachher, so rasch als möglich, gehst du in Liegestützposition und wenn möglich machst du auch noch einen Liegestütz dazu. Sollte das so aussehen. Liegestützposition, anhocken und wieder den Ball herwerfen und noch. In der Luft fangen, Liegestützposition, anhocken. Wichtig ist, dass du nicht ins Hohlkreuz gehst, wenn du Liegestütz machst. In der Luft über den Kopf fangen. Schwierigerer Teil, du machst in Liegestützposition auf den Ball. Fangen. Gut den Ball festhalten, dass der Ball nicht wegrollt. Zu zweit mit zwei Bällen kann man ganz viel machen. Während der Ball vom Partner zugeworfen wird, wird der eigene Ball hochgeworfen und dann wieder gefangen. Natürlich muss man auch den Ball des Partners zurückwerfen.
Anspruchsvoller wird das, wenn beide das so machen müssen, nämlich hochwerfen und fangen. Bei dieser Übung geht es um Fingerfertigkeit und Geschicklichkeit der Hände und Arme. Du fängst klein an, den Ball von rechten zur linken Hand zu schupfen. Und dann wirst du immer größer und gehst immer weiter auseinander. Beobachtest den Ball und gehst immer weiter auseinander. Wenn das gut funktioniert, kann man diese Übung auch zu zweit machen. Ich schupfe den Ball in meine linke Hand, gebe den Ball meinem zweiten, er schupft ihn hinüber. Ganz rüber. Und ganz rüber. Okay. Etwas, was ihr zu zweit machen könnt, ist folgende Übung. Dann macht ihr wieder abwechseln immer rechts oder links. Dax will auch mitmachen! Aber gerne, mein gefiederter Freund. Sicher, das ist überhaupt nicht mehr lustig. Und wir vier wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen. Also, ich hatte nicht nur Spaß.